Wir zeigen euch ja regelmäßig neue Frühstücksideen. Ein Video dazu gab es auch gestern schon von Lena und heute wollte ich euch mal ein paar Ideen fürs Mittagessen vorstellen. Ich zeige euch also 4 einfache und schnelle Rezepte, die ich gerne mittags mache und die somit zu meinen liebsten Rezepten gehören. Rezept Nummer 1 ist eine Burrito Bowl, also einfach alle Zutaten, die in einen Burrito normalerweise kommen, nur eben nicht in dem Brot, das man sonst verwendet, sondern in einer Schüssel. An frischen Zutaten habe ich Koriander verwendet, den habe ich nur leider am Ende vergessen drauf zu machen. Außerdem eine halbe Avocado, eine Zwiebel, Tomaten und eine Limette. Dann braucht ihr außerdem Quark, Reibekäse, eine halbe Tasse Reis, Kidneybohnen aus der Dose, Mais, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Als erstes solltet ihr den Reis kochen, der braucht nämlich von allem am längsten. Ich habe für mich eine halbe Tasse Reis gekocht und dazu dann die doppelte Menge Wasser genommen und dann kocht ihr den ganz normal nach Packungsanweisung. Als nächstes habe ich dann den Quark vorbereitet, dazu einfach eine Knoblauchzehe klein schneiden, mit dem Quark vermengen und dann Salz und Pfeffer dazugeben. Danach müsst ihr alle Zutaten waschen. Ich persönlich wasche auch alles aus der Dose einmal gut ab, also auch die Bohnen und den Mais. Und dann schneidet ihr einfach alles klein. Die Tomate habe ich in mundgerechte Stücke geschnitten, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die Zwiebeln relativ klein gewürfelt. Und in die Avocado habe ich noch in der Schale so ein Karo-Muster reingeschnitten. Und wenn die schon relativ weich ist, könnt ihr die Stücke dann danach einfach rausdrücken. Anschließend habe ich die Limette auf dem Brett so ein bisschen hin und her gerollt, damit man später den Saft einfacher rauspressen kann und die in der Mitte durchgeschnitten. Und der Rest ist dann wirklich super einfach. Also bei dem Rezept geht es wirklich mehr um die Vorbereitung und dass man alle Zutaten zu Hause hat. Danach gebt ihr nämlich einfach alles auf den gekochten Reis. Die Reihenfolge ist im Prinzip egal, nur den Reibekäse mache ich mal ganz nach unten, damit der noch ein bisschen auf dem heißen Reis schmilzt. Und danach verteilt ihr einfach alles nacheinander oben drauf, also die Bohnen, den Mais, die Tomaten, die Avocado, dann die Zwiebeln über alles drüber. Abschließend dann den Quark in die Mitte und ein bisschen Limettensaft drüber. Und dann könnt ihr je nach Belieben noch Salz und Pfeffer drüber geben und das war's schon. Das Rezept geht sehr, sehr schnell. Was mir auch gut gefällt, ist, dass es halt so variabel ist. Also ihr könnt einfach alles reinpacken, was ihr gerade da habt, was ihr gerne esst oder ihr könnt eben weglassen, was ihr nicht so gerne mögt. Und das ist für mich echt so das perfekte Mittagessen. Rezept Nummer 2 ist eine Couscous-Panne. Die mache ich auch sehr, sehr oft mittags mit allem, was ich noch so da habe. Und dann wird sie demnach immer ein bisschen unterschiedlich. Und ich zeige euch heute jetzt mal meine liebste Variante mit den Zutaten, die dafür für mich rein müssen. Ihr braucht dafür dann Koriander, Feta, Karotten, Couscous natürlich, ein bisschen Naturjoghurt, Kichererbsen, eine halbe Zwiebel, irgendwas zum Süßen, ich nehme dafür meist Honig, dann Pfeffer, Salz und Curry. Als erstes habe ich die Kichererbsen aus der Dose wieder gut gewaschen und danach dann die Zwiebel in kleine Würfel und die Karotten in kleine Scheiben geschnitten. Die Zwiebeln und die Karotten bratet ihr danach dann einfach in dem Fett eurer Wahl an. Meinen Couscous bereite ich immer gleich vor. Ich gebe dafür einfach eine Schüssel voll mit Wasser in die Mikrowelle, erhitze das und dann schütte ich das danach auf den trockenen Couscous. Also ich gebe immer ein bisschen Wasser drauf, warte, bis der Couscous es aufgenommen hat, dann ein bisschen mehr, wieder warten und so weiter. Klappt für mich so am besten, besser als Kochen oder Sonstiges, weil es einfach schneller geht und der Couscous am Ende in der Pfanne auch noch mitgebraten wird und dann auf jeden Fall schön weich ist. Gebt dann einfach die Kichererbsen noch dazu und bratet das Ganze noch ein bisschen zusammen an und danach fehlen nur noch die Gewürze. Was den eigentlichen Geschmack für mich ausmacht, ist auf jeden Fall Curry, also davon könnt ihr gerne ein bisschen mehr nehmen, bis es halt schön gelb ist. Dann Salz dazu, Pfeffer und ich mag das Ganze gerne dann noch mit ein bisschen Honig. Ein Teil von dem Feta gebe ich dann am Ende noch kurz mit in die Pfanne, damit der nochmal so ein bisschen mit erhitzt wird, aber nicht schmilzt. Und dann könnt ihr das Ganze schon servieren. Ich mache dann immer noch Unmengen Koriander drauf, wenn ich welchen zu Hause habe. Ein bisschen frischen Feta und zu einer Couscous-Panne esse ich immer super gerne Naturjoghurt, weil ich die Kombi aus Curry, Honig, Feta und Joghurt und dem Koriander so liebe. Aber ihr könnt es wie gesagt abwandeln, wie ihr wollt. Das ist so meine liebste Variante. Das nächste Rezept ist eins, nach dem wir sehr, sehr oft gefragt werden. Und zwar Süßkartoffelpommes mit Guacamole. Ich habe jetzt hier dazu noch einen warmen Karotten-Feta-Salat gemacht, weil ich sonst ein bisschen wenig finde und ich auch finde, dass es gut zusammenpasst. Ihr braucht dazu Karotten, eine Süßkartoffel, eine Avocado, eine halbe Limette, eine Knoblauchzehe, Feta und außerdem verschiedene Gewürze. Ich habe wieder Curry verwendet, Pfeffer, Salz und diesmal noch ganz viel Chili. Als erstes habe ich die Zutaten, die ich mit Schale verwende, gut gewaschen. Ich esse bei Karotten und Kartoffeln immer die Schale mit. Es wird dann irgendwie knuspriger und schmeckt mir besser. Aber wenn ihr eben die Schale mit esst, dann vorher die Zutaten gut waschen. Die Süßkartoffel müsst ihr dann in beliebig große Spalten schneiden. Ich kann euch dafür nur ein gutes Messer
empfehlen. Ich bin schon so oft an Süßkartoffelschneiden verzweifelt, bis ich ein richtig gutes Messer dafür genommen habe und dann geht es eigentlich sehr einfach. Die fertig geschnittene Süßkartoffel kommt dann in eine Backofenform und dann kommt da einfach die Gewürze oben drauf. Ich mag meine besonders gerne eben mit viel Curry und sehr, sehr viel Chili. Am Ende mache ich dann noch so ein paar Tropfen Öl drauf und vermenge das Ganze dann gut mit den Händen, damit überall Gewürz ist. Und dann gebt ihr die Süßkartoffelpommes einfach in den Backofen. Anschließend schneidet ihr dann die Karotten in kleine Scheiben und gebt die für ungefähr 8 Minuten in kochendes Wasser. Dann habt ihr am Ende eben einen warmen Karottensalat und die Karotten haben logischerweise auch eine ganz andere Konsistenz als bei klassischem Karottensalat, den man so kennt. Wenn die Süßkartoffel dann im Ofen ist und die Karotten kochen, dann mache ich als nächstes die Guacamole. Dafür natürlich erstmal die Avocado aus der Schale kratzen und in einer Schüssel mit einer Gabel klein drücken. Und dann kommt da Knoblauch dazu, Salz, Pfeffer, ganz viel Limettensaft und für mich halt eben auch ganz viel Chili. Und das vermengt ihr dann einfach gut miteinander. Den Karottensalat habe ich auch einfach nur mit Limettensaft, Salz und Pfeffer angemacht und dann außerdem eben mit dem Feta vermengt. Und das war es eigentlich auch schon. Dann serviert ihr alles auf einem Teller. Vor allen Dingen die Kombination aus Süßkartoffeln und Guacamole ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsrezepte. Also probiert das unbedingt mal aus. Und das letzte Rezept sind dann Zucchini-Nudeln. Die haben wir euch ja schon öfter in den Vlogs gezeigt und wurden dann auch öfter danach gefragt. Deshalb dachte ich, zeige euch mal, wie ich das so mache. Ihr braucht dafür natürlich eine Zucchini und ich habe dann außerdem noch Rucola verwendet, Feigen, Zwiebeln, Gorgonzola, Pinienkerne und Gewürze. Um aus der Zucchini dann auch Nudeln zu bekommen, braucht ihr einen Spiralschneider. Der hier ist jetzt von Chibo. Ich verlinke euch mal welche in der Infobox. Und wenn ihr keinen da habt, geht zur Not sonst alternativ auch ein ganz normaler Küchenschäler. Ist halt nur ein bisschen mühsamer. Ihr dreht dann einfach die Zucchini durch den Spiralschneider. Die hier war jetzt relativ groß. Eine Zucchini aus dem Garten von meiner Oma. Aber wenn ihr die komplett durchgedreht habt, dann könnt ihr die fertigen kalten Nudeln auch einfach in den Kühlschrank tun, aufbewahren und dann am nächsten Tag weiter benutzen. Das letzte Stück von der Zucchini kriege ich immer nicht durch den Spiralschneider. Deshalb schneide ich das letzte Stück dann einfach immer so klein und packe es mit in die Soße. Für die Soße habe ich außerdem eine rote Zwiebel in kleine Würfel geschnitten und die dann mit den Zucchini-Stücken angebraten. Und dann habe ich da einfach Gorgonzola drin schmelzen lassen. Auch die Soße war am Ende mehr als eine Portion, aber auch die könnt ihr gut aufbewahren. Die Zucchini-Nudeln müsst ihr dann noch irgendwie erhitzen oder kochen. Für mich klappt es am besten einfach in der Mikrowelle. Also ohne Flüssigkeit oder sonst was einfach in die Mikrowelle geben. Und dann könnt ihr das Ganze garnieren. Ich habe dann noch frische Feigen, wie gesagt, klein geschnitten und draufgegeben, den Rucola, die Soße und dann ganz oben drauf noch Pinienkerne und das war's auch schon. Und das waren meine 4 Rezepte fürs Mittagessen. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet und ob es euch gefallen hat. Und dann war es das für dieses Video. Und unsere Foodwoche läuft noch bis Freitag. Schaut also morgen wieder vorbei, dann gibt es ein neues Video zum Thema Essen und dann sehen wir uns dann.